Hallo und herzlich willkommen zu Übungsplatz 6 und zum Thema Filter, Fault, Map und so weiter. Filter, Fault und Map sind die drei absolut grundlegenden Operationen für lineare Sequenzen von Daten aller Art. Sei es gespeichert in Arrays wie in Java, sei es gespeichert wie in Listen, wie wir sie in Racket kennengelernt haben und noch in Java kennenlernen werden, sei es an Dateien, sei es in Datenströmen, was auch immer. Die allermeisten Prozessierungsschritte von Daten lassen sich ausdrücken durch Kombination von Filter, Fault und Map. Diese drei Operationen haben sehr viel zu tun mit den Themen des Übungsplatz 6 in der Themenleiste, Funktionen höherer Ordnung und Lambda-Ausdrücke und sind deshalb hier, kommen natürlich aber auch an verschiedenen Stellen im Übungsblatt zu ihrem eigenen Recht. Wir gehen gleich richtig in die Sache hinein, ohne große Vorarbeiten. Das ist Filter in Racket. Kennen wir im Prinzip schon. Wir haben schon Filteroperationen gesehen. Denken Sie daran etwa, dass wir aus einer Liste von Zahlen alle Zahlen herausgefiltert haben, die nicht kleiner einem Vergleichswert sind. Oder denken Sie daran, dass wir aus einer heterogenen Liste, also einer Liste mit Elementen von verschiedenen Typen, alle Elemente herausgefiltert haben, die nicht von einem bestimmten vorgegebenen Typ sind. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass wir solche Operationen wie Filter und dann auch Fault und Map völlig allgemein formulieren können, völlig abstrakt formulieren können. In der Informatik sagt man, sie sind generisch formuliert. Es sind generische Funktionen und die Implementation in Racket ist genauso generisch wie die abstrakte Funktionalität Filter selbst. Das sehen Sie hier auf dieser Folie. Hier oben sehen Sie die Implementation dieser Funktion Filter. Da Filter schon vordefiniert ist in Racket, nennen wir es hier wieder MyFilter. Und Sie sehen eine Liste von irgendeinem festen Datentyp X. Das ist egal, was der Datentyp X ist. Es muss nur irgendeiner sein. Das heißt, wir reden von einer homogenen Liste von irgendeinem Typ X und es soll eine homogene Liste von demselben Typ X zurückgeliefert werden. Das Prädikat testet jedes X, das ist der Filter, nicht? Der testet jedes X darauf, ob es dem Filter passiert oder nicht und liefert dementsprechend True oder False zurück, ist eine eigene Funktion. Das heißt also, MyFilter sowie auch das eingebaute Filter ist eine Funktion höherer Ordnung, wie wir sie schon kennengelernt haben. Ein Prädikat, das hier als Parameter übergeben wird. Und Sie sehen, das ist dieselbe Logik wie bei den konkreten Beispielen, die wir schon in anderen Videos hatten. Wenn die Eingabeliste leer ist, dann soll auch die gefilterte Liste leer sein. Wenn das erste Element den Filter passiert, dann soll das erste Element mit dabei sein und danach dann die Filterung der Restliste. Ansonsten, wenn die Liste nicht leer ist und das erste Element den Filter nicht passiert, dann soll einfach nur die Filterung der Restliste zurückgegeben werden. Was Sie hier unten sehen, mit Hilfe eines Lambda-Ausdrucks, ist jetzt genau das, was wir schon in einem anderen Video über Listen eingangs implementiert haben, und zwar konkret implementiert haben, jetzt die generische Implementation durch diesen Lambda-Ausdruck spezialisiert auf dasselbe, nämlich dieser Lambda-Ausdruck als Prädikat erwartet, dass die Elemente in der Liste Zahlen sind, also reelle Zahlen, und liefert True zurück, genau dann, wenn die getestete Zahl, und hier sehen Sie diesen Test, jeweils auf das erste Element angewandt, wenn diese getestete Zahl kleiner 10 ist. Wir haben also mit einer generischen Implementation und hier mit Angabe eines Prädikats, zum Beispiel als Lambda-Ausdruck, haben wir genau dasselbe erreicht wie vorher, als wir genau dieselbe Funktionalität ganz konkret implementiert haben. Der Vorteil ist natürlich der, dass mit dieser generischen Implementation von Filter nicht nur diese eine Aufgabenstellung gelöst werden kann, sondern beliebige andere Aufgabenstellungen, auf die das Grundkonzept von Filter mit einem Prädikat beliebiger Art passt.
Und hier können wir nochmal den Vergleich sehen, wie wir ihn eben hatten, zwischen der generischen Implementation und dieser sehr konkreten Implementation. Auch nochmal der Vergleich zwischen der generischen Implementation, wie wir sie eben auf der Folie gesehen haben, und der konkreten Implementation zur Ausfilterung aller Listenelemente, die nicht vom Struct-Typ Student sind. Und damit ist eigentlich alles schon zu Filter soweit gesagt. Wir können jetzt zum nächsten kommen, zu Map. Map hatten wir auch schon als konkretes Beispiel, nämlich aus einer Liste von Zahlen eine Liste von deren Quadratwurzeln herauszuberechnen. Und das ist jetzt die generische Situation dabei. Wir haben potenziell jetzt zwei verschiedene Typen X und Y. Ja, bei Filter, wenn wir einfach eine Kopie der Eingabeliste erstellen, die unvollständig ist, die nur die Elemente enthält, die in den Filter passieren, dann sind natürlich die Elementtypen der Eingabeliste und der Ausgabeliste identisch. So, darauf muss man sich bei Map nicht beschränken. Man kann durchaus Funktionen hier sich vorstellen, und wir werden das dann auch sehen, wie das konkret im Beispiel aussieht, die ein Element der Eingabeliste vom Typ X in ein Element in der Ausgabeliste vom Typ Y überführt. X und Y werden wir dann sehen. Aber hier bleiben wir nochmal. Hier sehen Sie, die Funktion wird übergeben, und dieselbe Logik, die wir bei den Quadratwurzelbeispielen hatten, auf das erste Element wird die Funktion angewandt, und das ist dann das erste Element der Ausgabeliste, und hinten dran gehängt wird dann die Anwendung der Funktion rekursiv auf die Restliste. Und hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wo Sie eine Zahlenliste eingeben und eine Zahlenliste rausbekommen. Was Sie hiermit machen, ist ein etwas anders gelagertes Beispiel als das mit den Quadratwurzeln, aber von der Logik dasselbe. Wir hätten hier an dieser Stelle genauso gut Quadratwurzel von x schreiben können, dann wäre es genau die Logik von unserer Quadratwurzellistenerstellung gewesen. Hier variieren wir das ein bisschen, dass wir sagen, für jedes Element, also die Ausgabeliste ist genauso lang wie die Eingabeliste, und an jeder Position der Ausgabeliste steht der Wert der Eingabeliste multipliziert mit 10. Also die gesamte Liste ist, wenn man so will, verzehnfacht worden. Hier sehen Sie jetzt ein erstes Beispiel dafür, dass X und Y bei Mac durchaus nicht identisch sein müssen. Wir bekommen in diesem Beispiel, in dieser Beispielanwendung dieser generischen Funktion MyMap, die wir eben implementiert haben, bekommen wir eine Liste von dem Struct-Typ Student hinein und bekommen eine Liste von natürlichen Zahlen heraus. Das sollen die Matrikelnummern sein. Das heißt also, aus einer Liste von Student-Structs sollen eine Liste von den Matrikelnummern dieser Studierenden, die in dieser Eingabeliste drin sind, erstellt werden. Dafür brauchen wir dann wieder die Operation hier oben, die nenne ich Enrollment Number, bekommt einen Studierenden als Parameter, und wie wir das schon gesehen haben, wird auf die Art und Weise aus dem Studierendenobjekt hier, nein, ich sollte nicht von Objekten sprechen, denn wir hatten ja schon geklärt, wir reden hier immer nur von Werten, nicht von Objekten, also von diesem Studierenden mit Vorname, Nachname und Matrikelnummer wird hier die Matrikelnummer herausextrahiert und als Ergebnis von der Funktion Enrollment Number zurückgeliefert, sodass wir jetzt einfach schreiben können. Ich habe das jetzt hier noch in eine Funktion reingepackt, aber das, worum es eigentlich geht, ist die letzte Zeile MyMap mit einer Liste von Studierenden und mit der Funktion Enrollment Number liefert aus der Liste von Studierenden eine Liste der zugehörigen Matrikelnummern heraus. Hier sehen Sie nochmal den Vergleich zwischen dieser generischen Implementation von MyMap und der Quadratwurzel, Berechnung, die wir ja vorher schon hatten. Und damit können wir das Thema Map auch abschließen. Es ist alles im Wesentlichen dazu gesagt. Sie sollten ein ausreichendes Verständnis von diesen Beispielen her bekommen haben. So, Fold ist etwas komplizierter. Da hatten wir aber auch schon ein Beispiel. Das war unser allererstes Beispiel mit Rekursion auf Listen, nämlich
Wir haben eine Zahlenliste gegeben und wir wollen eine Funktion schreiben, die aus dieser Zahlenliste dann die Summe der einzelnen Elemente herausliefert. Und genau dieses Beispiel wird hier unten mit diesem Lambda-Ausdruck auch nochmal realisiert. Ist ein bisschen komplizierter jetzt als vorher. Wir bekommen also eine Liste und wir wollen einen einzelnen Wert zurück. Liefern. Es gibt überhaupt keinen Grund, und wir werden auch Beispiele noch dafür sehen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass der Typ der Liste und der zurückgelieferte Typ identisch sein müssen. Bei unserem Zahlenbeispiel, die Summe der Elemente, ist es so, dass x und y identisch sind, jeweils gleich Number, aber wir werden jetzt auch noch ein Beispiel sehen, wo das nicht der Fall ist, wo x und y unterschiedlich sind. Was wir jetzt brauchen ist, das ist der Operator plus eigentlich. Was wir brauchen, ist eine Vorschrift, die sagt, wie das erste Element mit dem Ergebnis auf der Restliste zu verknüpfen ist. Wir hätten hier übrigens unten durchaus einfach das Plus hinschreiben können. Das hätte auch funktioniert. Wir haben uns hier dafür entschieden, das mit einem Lambda-Ausdruck zu machen. Das ist allgemeiner. Das kann auch Funktionen definieren, für die es keine vordefinierten Operatoren gibt. Was wir auch noch brauchen, ist ein initialer Wert, mit dem das Ganze beginnt, nämlich der initiale Wert hier, wenn die Liste leer ist. Bei der Addition hatten wir gesehen, ist das zweckmäßigerweise die 0. So, und dann können wir hier das Ganze einfach hernehmen und können sehen, was hier passiert mit diesem 0 und diesem Lambda-Ausdruck, der die Addition von zwei Zahlen darstellt. Wenn die Liste leer ist, dann kommt 0 heraus. Ansonsten FCT ist die Addition, wird das erste Element mit dem Ergebnis für die Restliste addiert. Hier ist jetzt ein Beispiel, wo x und y unterschiedlich sind. Und hier sehen wir dann auch, warum das so komisch ist. Der initiale Wert und der Ergebniswert für die Funktion und der Ergebniswert für die Gesamtfunktion sind identisch. Und hier der erste Parameter ist identisch mit dem Typ der Liste. Hier sehen Sie in diesem Beispiel dann, dass das genau die richtige Zuteilung, wo brauchen wir x, wo brauchen wir y, ist. In dem Fall habe ich jetzt ein bisschen das Beispiel variiert. Es macht wenig Sinn, Matrikelnummern aufzuaddieren, aber es macht Sinn, in Ländern, in denen es Studierendengebühren gibt, macht es Sinn durchaus für die einzelnen Studierenden, die jeweiligen individuellen Gebühren, die ja nicht unbedingt gleich sein müssen für alle Studierenden, die aufzusummieren. Das ist dann in solchen Ländern ein leidlich sinnvolles Beispiel. Wir haben also x gleich Student. Wir bekommen also eine Liste von Studierenden, das ist dieses LST. Und wir haben einen initialen Wert, mit dem die Addition der Studierendengebühren beginnt. Das ist zweckmäßigerweise dann tatsächlich vom selben Typ wie das Ergebnistyp, weil damit beginnt ja dann die Akkumulation des Ergebnisses. Und wir haben eine Operation, hier sehen Sie, die tatsächlich nicht, wo tatsächlich x und y unterschiedlich sind, die auf der einen Seite ein Studierenden x bekommt und dann das mit dem Wert, der berechnet worden ist für die Restliste, dann addiert. Aber der Punkt ist halt der, zwar wird hier eine Zahl addiert auf die andere Zahl, aber das, was hier eingegeben wird als erster Parameter für diese Funktion hier oben, ist noch nicht die Studierendengebühr selber, sondern die Studierendenperson, aus der dann hier intern die Gebühr extrahiert wird. Hier noch einmal ein anders gelagertes Beispiel. Er spricht nichts dagegen, beispielsweise Y auch als eine Liste zu haben. Dass Y der Typ ist, Liste von irgendwas, zum Beispiel Liste von Symbolen.
Und dann haben wir hier zum Beispiel eine Möglichkeit, das könnten wir mit MyMap genauso problemlos machen, aber einfach nur mal zur Illustration auch mal mit Fold, dass wir hier eine Studierendenliste haben und damit dann schrittweise die Liste der Nachnamen aufbauen. Ja, jetzt haben wir hier ein komplizierteres Beispiel. Also genauer gesagt haben wir jetzt ein Beispiel, wo diese drei verschiedenen Operationen miteinander kombiniert werden. Ich habe ja gesagt, die Kombination, also diese drei Funktionen, diese drei Grundoperationen, Filter, Fold und Map, sind die absolut mit Abstand wichtigsten Operationen auf linearen Sequenzen von Daten, sei es Arrays, sei es Listen, sei es Datenströme, sei es Dateien, was auch immer. Weil aus zwei Gründen. Erstens, weil sie generisch sind, weil halt diese die Idee, die abstrakte Idee von Fold, Filter und Map ist generisch. Ja, wir haben da ein Prädikat von beliebiger Art, wir haben da eine Umwandlungsfunktion von beliebiger Art. Vollkommen egal, was für Typen X und Y da sind und was für ein Prädikat oder was für eine Umwandlungsfunktion wir haben und so weiter. Es funktioniert mit von konzeptuell abstrakt mit diesen drei Operationen und lässt sich auch in Racket und wir werden später auch sehen, auch in Java in einem anderen Video, lässt sich das Ganze auch in genauso generisch implementieren. So, das ist das eine, dass die drei so generisch sind. Und das zweite, warum die drei Funktionen so wichtig sind, ist, dass sie sich, wie Sie auf dieser Folie sehen, so gut kombinieren lassen. Also, was wollen wir hier? Wir haben eine Liste von Annie und für alle Studierenden in dieser Liste wollen wir die Gebühren heraus extrahieren aus dem Struct jeweils und deren Summe berechnen. Ja, beispielhaft für eine große Anzahl von Datenprozessierungsaufgaben ähnlicher Art. So, also, was müssen wir machen? Wir haben eine heterogene Liste, wo alles Mögliche drin sein kann. Da müssen wir erst einmal die Studierenden herausfiltern. Das machen wir hier mit diesem Ausdruck hier, wo hier der Lambda-Ausdruck als Prädikat verwendet wird. So, das hier in runden Klammern, die Anwendung von MyFilter liefert eine Liste von allen Studierenden aus der heterogenen Eingabeliste. Jetzt müssen wir aus jedem dieser Studierenden die jeweils die Gebühr extrahieren und dafür brauchen wir ein Map, wie wir schon gesehen haben. Die Liste bekommen wir durch das MyFilter rein, das ist dann der letzte Parameter für MyMap und als ersten Parameter für MyMap brauchen wir hier die Funktion, wie wir sie schon gesehen haben, die aus einem Studierenden seine Gebühr heraus extrahiert. So, die Anwendung von diesem MyMap von der öffnenden Klammer hier zur zugehörigen schließenden Klammer hier, liefert also eine Liste der Gebühren aller Studierenden in der Eingabeliste, also aller der Elemente in der Eingabeliste, die Studierende sind. Und jetzt müssen wir die noch im letzten Schritt aufsummieren. Dafür brauchen wir Fold. Und da wissen wir auch schon, wie das aussieht mit dem initialen Wert und mit einem Lambda-Ausdruck für die Addition. Und damit haben wir alle drei Grundoperationen verwendet, um eine komplexere Aufgabe hier zu lösen. Filter, Fold, Map sind wie gesagt die grundlegenden Operationen, aber wir schauen vielleicht mal kurz über den Tellerrand. Wir hatten schon mal Equal at Some Position bei Listen und Rekursion und auch das kann man generischer machen, als wir es bisher betrachtet hatten. Wir hatten es einmal betrachtet, equal gleich bei Zahlenlisten mit Operator gleich zum Vergleich und einmal equal at some position mit Symbolen mit dem entsprechenden Vergleichsfunktion Symbol gleich Fragezeichen für Symbole und auch von diesen beiden verschiedenen
Fällen kann man das abstrahieren, wir können den Typ abstrahieren, wir können, es gibt keinen Grund beim Vergleich zweier Listen, dass die vom selben Typ sind. Wir können eine Liste vom Typ X und eine Liste vom Typ Y haben, brauchen dann aber einen Vergleich, der X und Y Elemente jeweils miteinander vergleicht und dann True oder False zurückliefert. Und es gibt auch keinen Grund, sich auf Gleichheit zu beschränken. Deshalb heißt diese Funktion jetzt hier auch nicht mehr Equal at some position, sondern ich habe die jetzt Match at some position genannt, um anzudeuten, es geht nicht mehr um Test auf Gleichheit, sondern um irgendeinen Test, der an der jeweils, also die Grundlogik ist dieselbe. Wir werden weiterhin hier die Position an zwei Listen miteinander vergleichen, aber offen gehalten, was die Logik ist in diesem Prädikat, und das muss nicht unbedingt Gleichheit sein. Hier oben sehen Sie Equal at some position, wie wir es implementiert hatten, für zwei Zahlenlisten. Wir übergeben hier als Prädikat einfach die Funktion, den Operator Test auf Gleichheit. Hier sehen Sie jetzt ein anderes Beispiel, wo die beiden Typen Groß X und Groß Y unterschiedlich sein können. Das eine ist eine Zahl, das andere ist wieder unser Typ Student. Und die Aufgabenstellung, die hier gelöst worden ist, die hier gelöst werden sollte, ist, wir haben eine Liste von Studierenden und wir haben eine gleich lange Liste von maximalen Gebühren. Also für jeden Studierenden in der einen Liste haben wir eine Maxgebühr, maximale Gebühr in der anderen Liste, und wir wollen abtesten, ob es irgendeinen Studierenden in der ersten Liste gibt, dessen tatsächliche Gebühren die zugehörigen Maximalgebühren an derselben Position in der anderen Liste überschreitet. Dann haben wir also zwei verschiedene Typen. Das eine Studierende, das andere die Gebühren, also Zahl. Und müssen dann dementsprechend das Prädikat so definieren, dass es halt true zurückliefert, wenn jemand hier seine Gebühr, wenn es Ärger gibt mit der Gebühr. Und können dann hier einfach Match at some position angeben und mit diesen beiden Listen, mit der Max-Liste und der Student-List und mit der Funktion phi not larger angeben, ob es an allen Stellen stimmt, ob es eine Stelle gibt, an der es nicht stimmt. Sie sehen ein Beispiel, es muss nicht immer gleich sein. Es muss nicht immer Test auf Gleichheit sein. So, noch ein weiterer Punkt, ein letzter Punkt für dieses Video: Spezialisierungen. Jetzt haben wir solche generischen Funktionen geschrieben. Ja, zum Beispiel haben wir Filter so allgemein wie nur irgend möglich geschrieben. Aber tatsächlich wollen wir vielleicht in manchen Situationen einen spezielleren Filter haben, wenn in Situationen, in denen wir wissen, beispielsweise, das werden Zahlenlisten sein und der Filter, das Prädikat soll Test auf kleiner, schwer, einem Grenzwert sein oder ähnliche. Dann kann man hergehen und eine solche generische Funktion wie FilterFaultMap entsprechend spezialisieren. Wir gucken uns das erstmal an einem Beispiel an, Spezialisierungen ohne FilterFaultMap, und dann auf der nächsten und letzten Folie dann mit unseren Standardfunktionen. Also hier geht es einfach darum, dass wir eine Funktion, die einen konstanten Wert addiert, hier spezialisieren wollen. Wir wollen offen halten, welches der konstante Wert ist. Aber wir wollen das Ganze spezialisieren dazu, dass es nur ein konstanter Wert addiert werden kann. Hier jetzt das Beispiel mit Filter. Und da wollen wir wieder das implementieren, was wir schon hatten, nämlich ob die Elemente herausfiltern, bei denen der Größenvergleich mit dem Vergleichselement true zurückliefert. Und dazu müssen wir einfach, Sie sehen, wie einfach das letztendlich ist. Hier ist diese Implementation. Hier
Hätte ich gleich als Lambda-Ausdruck schreiben können, hätte ich gleich hier unten einsetzen können, aber zur Illustration mache ich das nicht, sondern nehme den Umweg über die Definition einer Funktion, die einen Lambda-Ausdruck zurückliefert und kann hier einfach als Spezialisierung ein Filter, der ganz speziell nur filtert, nämlich der Zahlenlisten erwartet, nicht beliebige Listen mehr, und der genau diese Logik Vergleich mit einem Vergleichswert realisiert, einfach so hier als Rückgabewert von dieser Funktion filterlisten halt zurückliefert.